Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Super Mario 64 Ocarina of Time hier im Wasserlandchen. Ich habe ein bisschen nachgeforscht, ja, ich böser Junge, ich habe nachgeforscht und habe meinen Fehler entdeckt. Deswegen müssen wir jetzt erstmal hier wieder raus, weil ich habe es kurz, so böse wie ich war, noch schnell den Wasserstand wieder runtergesetzt, eins weiter. Und ja, wir machen dann jetzt direkt weiter. Ich habe ganz ehrlich gesagt ganz kurz mein Video reingeguckt von einem anderen YouTuber. Aber, hab mich nicht komplett spoilern lassen, was den Tempel angeht. Nur so, dass ich zumindest mal einen Schritt jetzt erstmal weitermachen kann und weitermachen werde. Weil ich habe eine Sache komplett übersehen. Man merkt, dass ich das Spiel, also als ich das Original auch schon lange nicht mehr gespielt habe. Deswegen müssen wir, juhu, erstmal da rein. Wer hätte das gedacht? Und jetzt müssen wir nach unten. Das hätte auch keiner gedacht, ne? So, und zwar da rein. Was ich nicht mehr so ganz im Kopf hatte, dass da ja noch ein Weg lang ging. So. Jetzt wird es nämlich interessant. Jetzt könnten wir nämlich eventuell die Arschkarte ziehen, aber das werden wir dann gleich sehen. So. Moment, ich glaube, bevor ich mich jetzt irre, war auf der rechten Seite das, was ich suche. Nein, da war nur der. Scheiße. Jetzt könnten wir sterben. Das wäre natürlich negativ. Wobei, doch, es reicht eigentlich aus. Zack. Hallo? Aktivier den Scheiß doch! Danke. Weil, wegen Luft und so, ne? Weil sonst haben wir gleich keine Luft mehr. Hoch mit dir, hoch mit dir, hoch mit dir, hoch mit dir. Da müsste doch jetzt eigentlich Luft kommen, oder? Luft, Luft, gib mir Luft. Oh, danke. So. Das aktivieren. Haben wir nämlich diesen roten Schalter aktiviert, den wir die ganze Zeit verzweifelt gesucht haben. Und können jetzt wieder hier raus. Das bringt uns ja schon mal weiter. Da hinten sehe ich auch noch einen Stern gerade so nebenbei. So. Ah, wunderbar. Jetzt dürfte alles ein bisschen sozialer über die Kante gehen. Wow. Wow, 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 wow. So, wir leben noch. Gut, dementsprechend können wir uns nämlich hier unten jetzt mal richtig umgucken. Yippie-yay. Es hat zumindest eine Kleinigkeit gefunkt. So, das war das. Da muss ich jetzt, glaube ich, gerade aktuell nicht hin. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, uns hier ganz unten mal kurz umzugucken in allen Räumen, die es gibt. Weil die meisten dürften jetzt auch frei sein. Deswegen gehen wir erstmal hier. Hier können wir nämlich auch nochmal einen Schalter betätigen, den wir das letzte Mal auch noch nicht betätigt hatten. So, ist einer von den dreien, ne? In allen drei Stockwerken gibt es einen. Da werden wir später wahrscheinlich nochmal die, müssen wir so oder so, den Wasserstand nochmal anders da machen. Ob das so eine gute Idee ist, da runter zu gehen? Ja, doch, 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 da komme ich wieder. Okay, was ist das jetzt? Weil jetzt ist nichts mehr mit Spoilern angesagt. Ab jetzt ist alles... Wow, 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 okay. Ab jetzt ist alles neu für mich. Was zum Henker? Kann man da drüben rein? Warte. Vielleicht mit einem Dreisprung mit einem Konten. Könnte man vielleicht da oben gucken, was da oben noch ist. Oh, ist doch ganz schön hoch, ne? Eins, zwei. Ich glaube jetzt eher nicht, ne? Schade. Habe ich mich hier ein bisschen vertan. Wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Hallo? Ist da zufällig... Ah, ich sehe es. Warte. Da ist ein Notenblock. Wuhu, yay! Did it. So, jetzt haben wir natürlich den Spaß hier. Das heißt, jedes Mal, wenn ich... Okay, das heißt... Whoppa! Passt. Ah, jetzt muss ich einfach einen ziemlich weiten Sprung machen, ne? Woohoo! Werde aber auf Nummer sicher gehen. So, danke. Woohoo! Geil, 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 geil. Das läuft aber... Da vorne ist doch zu. Da vorne ist doch zu! Hä? Kann ich nicht irgendwie eintreten? Nein, ne? Unsichtbarkeit funktioniert auch nicht. Hä? Ah, warte, warte, warte. Logisch. Okay. Cappy. Danke. Gut. Was kommt jetzt? Da ist ein Schalter. Den Schalter müssen wir wahrscheinlich irgendwie aktivieren, damit wir da vorne wahrscheinlich erstmal hochkommen, ne? Gut, da geht's auch noch lang. Warte, 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 bevor ich den jetzt aktiviere. Was passiert, wenn ich den aktiviere? Wahrscheinlich kommt dann... Ja, sowas in die Richtung habe ich mir gedacht. Warte.
Habe ich ihn jetzt getroffen? Habe ich ihn aktiviert? Bitte. Nein, ich habe nicht aktiviert. Scheiße. Wie komme ich jetzt? Wie soll ich jetzt hier wieder hochkommen? Ah, machen wir es einfach so. Wahrscheinlich muss ich das da oben nutzen, um das zu aktivieren. Ja, toll. Habe ich mir gleich mal eine coole Aufgabe scheinbar rausgesucht. Okay. Nächster Versuch. Also jetzt erstmal 1, 2, 3. Da hoch. Nochmal aktivieren. Scheiße, scheiße, scheiße. Was mache ich denn da? Kann ich das nicht auch einfach so aktivieren, indem ich... Warum? Nein. Mann, das war doch... Nein! Nochmal das Ganze. Wuppa, zack, zack. Ich liebe so eine Schweinerei. Ich frage mich an sich, was für eine Kraft wir noch bekommen in dem Level. Also in dem Dungeon. Weil ich möchte jetzt versuchen, einfach nur einen Dreisprung. Das bringt nichts. Ich muss tatsächlich... Aber nur, wenn es im Blauen ist. Ja, geil. Muss ich auch noch gucken, ob es blau oder rot ist und dann einen Wandsprung machen. Okay, wenn sonst nichts ist, natürlich. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so... ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt doch so advanced wird hier. Ah, shit, Alter. Der Schwierigkeitsgrad zieht halt ganz schön an, muss ich sagen. Okay, ist auch der Wassertempel. Der ist sowieso ein bisschen... auch im Zelda komplex und verwirrend, aber... Oh, das ist ein... So, das ist blau. Ja, toll, und ich fall runter. Mann, weil lasse ich nicht richtig da oben. Ich bin doch so dumm. Fuck you off. Sorry für den Ausdruck jetzt, Alter. Ich hänge hier ewig an einer Passage rum, nur weil ich es nicht gebacken bekomme, ey. Mann, kotz mich doch an, echt. Hier kann ich nicht cheaten, das ist zu hoch. Mann. Entschuldigung, falls ich jetzt die ganze Zeit wieder ein bisschen puste. Warum? Ich drücke auf Springen und der Hund... Das ist doch nicht normal. Und jetzt macht er den Wandsprung wieder nicht, natürlich. Oh Mann, ey. Ist doch zum Kinderkriegen. Ich muss da irgendwie diesen Scheiß betätigen. Aber mit dem Dreisprung habe ich es nicht hinbekommen. Ich muss es mit so einem Scheißsprung machen hier. Ich hätte nicht gedacht, dass das so scheiße wird, echt. Warum? Das war doch genau das, was du von mir erwartest. Du scheiß Kackspiel, echt. Nächster Versuch. Wenn nicht, mache ich einen Schnitt. Ganz ehrlich gesagt, ist mir zu blöd. Warum? Aha. Was war das jetzt? Was war das jetzt? Alter, nochmal. Das gibt's doch nicht, ey. Da macht er irgendeinen komischen Sprung, den ich nicht angesetzt habe und alles ist für die Katze, ey. Mann, ey. So, ich möchte jetzt gucken, ob ich... Hab ich's? Ich hab nichts gehört, ne? Nein, es ging immer noch nicht. Leute, ich werde einen Cut setzen. Das tut mir jetzt echt leid, aber es kotzt mich gerade zu sehr an. Wir sehen uns gleich, wenn ich es geschafft habe. Meine Fresse, endlich nach geschlagenen 5 scheiß Minuten der Qual habe ich es endlich mal hingekommen. Zum Kinderkriegen war das jetzt, echt, das war jetzt, das, also sowas muss man sich auch erstmal ausdenken, so ein Quatsch, echt. Man musste letztendlich wirklich an der einen Wand einen Wandsprung machen, an die andere Wand dran, die sich logischerweise beim Springen jedes Mal verändert hat. Boah. Sowas ist krank, mein Lieber. Mein lieber Kai Kase, das ist krank, was du da getrieben hast gerade. Das ist richtig scheiße krank gewesen. So, jetzt sind wir hier. Aha. Oha. Ich habe so eine dumpfe Vermutung. Aha, er will, dass wir hier einen Wandsprung machen. Yep, das will er. Und da kommen wir zu einer Fähigkeit. Oh, 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 oh. You unlock the metal cap. Press D-pad up anytime to turn into Metal Mario. This will make you invincible, but it trains you magic quickly.
Wir können uns zu Metal Mario verwandeln. Ich habe mich schon gefragt, wann es soweit ist. Aber dass es jetzt schon soweit ist, finde ich eine geile Sache. Wir können uns in Metal Mario einfach verwandeln, wie wir jetzt launig sind. Erstmal wieder gucken, dass wir wieder da... Moment. Hä, wie soll ich jetzt... Hä? Warte, 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 warte. Gut, so, passt doch. Bin gerade am Überlegen, ob wir wieder zurückgehen, weil der rote Schalter müsste halt schon betätigt werden. Weil ich glaube, den brauchen wir gleich nochmal. Da vorne ist sogar nochmal ein Schalter. Hat er den einfach nur vergessen wegzumachen, oder... Oder ist er mit Absicht? Ist das ein Schalter, den wir betätigen können, oder was? Oder warte, 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 das will ich jetzt ganz kurz mal nach... Ups. Gucken. Nein, da passiert jetzt gar nichts, ne? Nochmal gucken. Nein, passiert nichts, okay. Hat er wahrscheinlich einfach stehen lassen, noch wegen Original, wo man dann den Enterhaken gebraucht hätte. Scheiße. Wow. This was very, very knapp, was ich da getrieben habe. So, jetzt haben wir aber die Metal Cap. Und deswegen werde ich jetzt ganz böse, so wie ich bin, mal ganz kurz einen Save State setzen. F5. So, ich habe jetzt böserweise einen Save State gesetzt, weil wegen, ich möchte die ganze Passage nicht nochmal machen. Ich werde auch ein bisschen mehr wahrscheinlich jetzt mit Save States arbeiten hier im Let's Play. Nimmt es mir nicht böse, gerade bei solchen Passagen, gerade bei diesem Tempel finde ich Save States angemessen, weil, sind wir mal ehrlich, ohne Save States kackst du hier ganz schön rum. Und wieso bin ich jetzt eigentlich... Scheiße. Ich glaube, es habe ich einen Fehler gemacht, weil ich komme da ja nicht mehr hoch. Ich... Knalltüte. Das heißt, ich muss nochmal diesen Quatsch machen, den ich gerade eben irgendwie hinbekommen habe. Oh nee. Warte, warte, warte. Ich habe doch ein Save State gesetzt. So. Und tschüss. Das war ein Fehler. Das heißt, wir müssen rot nochmal so betätigen. Wo war das nochmal? Juhu. Ah, genau. Es war unten. Müssen wir den roten Schalter wahrscheinlich nochmal betätigen, wenn wir ihn brauchen. So. Weil hier jetzt nochmal... Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. So. Komme ich jetzt einfach so rüber. Natürlich mit dem Dreisprung, ne? Oh, oh, well, nicht zu nah, die Dinge werden wieder Lava sein. Juhu! Oh, genau, hier und dann, zack, können wir hier runter. Dankeschön, haben wir das auch. So, gucken wir uns natürlich im Restlichen auch noch um. Wir haben hier nochmal eine Möglichkeit reinzugehen, wo wir das letzte Mal nicht rein konnten. So, jetzt gucke ich bloß. Wow, 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 okay. Gar nicht so blöd. Bloß mal, in welche Richtung muss ich denn springen? Hallo? Ah, genau, in die andere Richtung. Wappa! Juhu! Gut! Okay, was ist das jetzt? Warte, kann ich dann einen Weitsprung ansetzen? Kann ich, kann ich, kann ich! Oh, danke, danke, danke. So, gut, hat das schon mal geklappt? Wo sind wir jetzt eigentlich? Oh, 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 oh! Ah, das ist irgendwie... Ah, der Raum kommt mir so bekannt vor. Warte, warte, warte. Hier ist aber dann... Hier muss doch irgendwas dann... Ah, da oben, ich sehe es. Hohoho. So blöd bin ich ja gar nicht. Mann, ey. So. Muss ich den Scheiß bloß treffen? Habe ich getroffen. Wunderbar, wir können da rein. Juhu, mache ich einen Dreisprung hin am besten, ne? Oder kann ich da auch einfach... Wuhu! Gut, das passt. So, die Frage ist, wo führt es jetzt hier noch hin, alter Verwalter? Man hat hier in dem Spiel echt keine Ruhe. Ein Bonusstern! Ja, den nehmen wir doch gerne mit. Geilo, Matiko. Save ich gerne. Ja, das ist doch mal praktisch. Mann, ouch. Upsi. Zum Glück gibt es in dem Dungeon ganz viel Wasser, dass uns wenig passieren kann. So, jetzt möchte ich hier natürlich wieder einfach rüberspringen, wenn das klappt. So, warte, warte, warte. Und juhu! Passt. Hier jetzt aufpassen. Hier könnte ich jetzt ein bisschen Leben verlieren, wenn ich zu dumm bin. Jo, passt. Ich bin nicht dumm. Wohohoho. Und zack, hier hoch. Hä? Was, was, was? Ah, so ist das gedacht. Alles klar, haben wir das auch geschafft. Was mit diesem Aal ist? Ich weiß es nicht. Wir sind zwar invisible. Wow. Nee, passiert nichts. Ich hatte jetzt einfach die Hoffnung, dass wir da irgendwas ausrichten können, weil den Block können wir jetzt auch nicht verschieben. Haben wir, da waren wir, da waren wir. Ah, die Blöcke, genau, die muss ich auch noch machen.
Das wird ja alles so lustig. So, hier waren wir auch. Das heißt, wir haben noch einen. Müsste der sein, ne? Weil das war der, wo es nochmal darunter ging. Genau, den brauchen wir nicht unbedingt. Ach, wunderschön. Dann haben wir das ja eigentlich alles ziemlich gut hinbekommen. So. Jetzt würde ich sagen, werden wir wieder nach unten düsen. Werden wieder den roten Schalter betätigen, logischerweise, weil den werden wir brauchen, um wieder nach oben zu kommen. Weil so können wir momentan keinen Wasserstand mehr höher setzen und das könnte problematisch werden. Aber wir haben zumindest die Möglichkeit, jetzt im Wasser diese Fähigkeit auch einzusetzen mit Metall Mario. Das könnte uns helfen, wenn wir da diese anderen zwei Schalter vielleicht noch betätigen müssen. So, aber jetzt erstmal roter Schalter aktivieren. So. Wir kommen doch langsam ein bisschen voran. Das freut mich ein bisschen, weil unten haben wir jetzt alles abgegrast. Unten ist jetzt wirklich nichts mehr, was wir noch machen sollten oder müssten. Wir haben die Fähigkeit. Wir haben den Bonusstern da unten bekommen. Das heißt, wir brauchen definitiv hier unten wahrscheinlich nichts mehr machen. Und das ist für mich so gerade dieser Moment, wo ich sage, ja, sehr schön. So. Ah, hier müssen wir jetzt wahrscheinlich einfach nur den Weg entlang. Schöne Sache, so. Aber da mache ich es ein bisschen. So. So. Ich habe jetzt gerade nicht auf die Zeit geguckt vom Part, egal. Wenn es jetzt ein bisschen länger wird, ich glaube, das wird jetzt nicht so schlimm sein. So, und zack. Gut, haben wir das auch geschafft und können doch normalerweise... Können wir da rüber mit dem Dreisprung am besten? Ah, hier kann ich noch rote Münzen sammeln, aber das will ich eigentlich gerade nicht. Kamera! Fick mich nicht ab! Ich sehe halt null, ne? Wenn die Kamera mich jetzt nicht so verarschen würde, ne? Könnte ich auch sehen, wo ich eventuell gleich hinspringe, aber... Dankeschön, Kamera. Ich bin dir sehr dankbar, dass ich nichts sehen darf. Okay, das hat's voll gebracht. Oh, shit. Wir müssen ja irgendwie den Wasserstand dann wieder hochsetzen. Und müssen auch irgendwie gucken, dass wir jetzt da hochkommen. Nur wie? Oh, Mann. Da habe ich mir jetzt wieder was eingebrockt, ey. Das ist kacke gemacht mit der Wand. Tut mir leid, lieber Kase. Das ist scheiße. So, jetzt will ich bloß mal gucken, weil ich muss doch irgendwie jetzt... So funktioniert es auch nicht. Oh! Das ist natürlich so eine Scheiße, die mir jetzt gerade wieder ein bisschen nervt, dass ich da nicht weiterkomme. Der Wasserstand ist kacke momentan. Den brauchen wir so wahrscheinlich nicht. So. Da muss ein Dreisprung her. Alles andere ist doch Quatsch, ne? Alles andere wäre doch jetzt Quatsch. Ah, Mann, ey. Es wird nichts mehr heute, glaube ich. Mann, ey. Komm schon. Unser Akrobat Mario kann das mit links. Jetzt heb dich! Mann, heb dich doch! Muss ich da jetzt wirklich den scheiß letzten Pixel ausnutzen, um diese Scheiße hier hinzubekommen, oder was? Oh, Entschuldigung. Ich werde schreien. Aber jetzt ist der Rage Mode activated. Echt, das ist gerade ein bisschen... Kacke! Ist gerade richtig kacke, weil ich kapiere schon, dass wir da rüber müssen. So. Ich war an der Kante! Da. Doch zum... Das ist zum Kinderkriegen jetzt. Jetzt könnte ich Kinder kriegen. Echt, das ist... Mann, ey! Komm schon. Nächster Versuch. Ich muss doch da hochkommen. Echt. Ich bin an der Kante und drück noch den Knopf und er schafft's nicht, dieser kleine... Freund. Freundchen. Echt, hier... Ansonsten kommen wir so nicht hoch, ne? Wir müssen den Weg gehen, weil anders da kommen wir nicht hoch. Für das sind die roten Blöcke ja auch gedacht, denke ich mal. Alles andere ist bescheiden. Da
Da möchte ich natürlich noch in den Raum, wo die anderen Routenblöcke waren, wo wir hoch können jetzt wahrscheinlich. Ich möchte noch ein bisschen was erreichen heute. Ich möchte noch ein bisschen was erreichen. Danke der Nachfrage. Ich bin jedes Mal an der Kante! It's a hard rock life for us. Jetzt heb dich! Danke! Wir haben es endlich mal geschafft, Tauri! Ich bin glücklich! Ich hab gesagt, ich will noch was erreichen. So, darüber kommen wir nicht. Das ist zu weit weg, aber wir können darüber. Genau, da, da, da. Was war da nochmal? Warte. Wir können da. Da, ich glaube, das war der. Das war erstmal hier drüben, ne? So, jetzt gucken wir erstmal. Ich glaube, das war hier drüben, wo ich hin wollte jetzt. Warte. Nein, das war. Was war das nochmal? Kann ich da mit dem Wandsprung einfach hoch? Ohne mich groß zu verbrennen? Jo! Hey, ich weiß nicht, ob das so gedacht war, aber wir bekommen hier irgendwas hin, wo ich noch nicht sicher bin, ob das so gut ist. So, was war hier nochmal? Ah, genau. Hier hatten wir diesen Schalter. Weil den wollte ich jetzt sowieso noch aktivieren. Unsichtbare Wand. Wunderbar. Haben wir das nämlich auch jetzt hinter uns. Ah, wie schön, dass mal was läuft jetzt gerade. Das ist wirklich eine Genugtuung für meine Seele, was hier gerade passiert. So, wir können hier... Hier ist keine Tür. Wir können auch die Tür da drüben machen. Dann sind wir aber eigentlich soweit durch, ne? Da müssen wir runter. Ah, unten muss ich ja den Wasserstand machen, ich Depp. Nein! Ich kotze ab. Ich kotze ab. Jetzt ist Zeit zum Abkotzen. Echt. Ich war schon fast drüben eigentlich, ne? Ich hätte nur noch diesen Sprung schaffen müssen. Und ich verkacke ihn. So, dann machen wir das hier halt nochmal. Und natürlich, die Kamera ist jetzt gerade wieder so kacke, dass ich nichts mehr sehe. So, jetzt nochmal den ganzen... Oh Gott. Nein, 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 nein. Kamera, verarsch mich nicht. Geh wieder... Mann, du scheiß Kamerasicht. Echt, jetzt... Fuck doch ab! So. Ja, und ich schaffe ihn ein zweites Mal hintereinander. Jetzt bin ich aber gut drauf hier. Möchte ich diesen Sprung ansetzen und möchte gerne auch darüber. Danke. Bitte. Sense. Aus. Die Maus. So, und hier können wir... Was? Das war ja der Raum. Wo war dieser andere Raum, wo ich gesagt habe, brauchen wir? Ah, der war weiter oben, ne? Scheiße. Jetzt habe ich mich gerade selbst ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, aber jetzt haben wir hier den Schalter betätigt und können letztendlich nichts damit erreichen. Das ist jetzt ein bisschen kacke gerade. So, jetzt muss ich ganz kurz mal... Wie will der eigentlich, dass man da hochkommt, mal nebenbei gefragt. Das ist auch interessant. Dann würde ich sagen, gucken wir mal da drüben. Heißt das, wir müssen doch nochmal ganz nach unten? Weil hier war jetzt der Raum mit diesen, ja, mit diesen Stacheln. Und unten können wir wahrscheinlich dann jetzt ja logischerweise, ja, das müssen wir nach unten. Müssen wir nach unten, muss ich gucken, wo war das jetzt nochmal? Hier ging es an sich komplett runter, da will ich natürlich nicht hin, da konnten wir nicht hin. Muss ich nochmal kurz mal gucken, wo jetzt der Raum war. War der hier? Ich glaube, das könnte er sein. Nein, das war... Was war das für ein Raum? Ah, das war der, wo ich... Genau. Wo ich später dann... Genau. Ich verwirre mich ein wenig, deswegen drücke ich F5. Gut, aber ich werde hier auch den Part beenden, meine lieben Freunde. Wenn euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Wenn nicht, einen Daumen nach unten. Man sieht im nächsten Part wieder. Immer schön die Glocke drücken, damit ihr nichts mehr verpasst. Von dem her bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal, RCB. Ciao, Leute. Bye.